إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند له. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به الغمة فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدعة والضلالة والنار إنه لي ذلك والقادر عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي مرحباً أهلاً بكم في بقرصة الإسلام وفي بقرصة الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er hier uns ermöglicht, das über ihn zu reden. Und dass wir in so einem beleuchtenden, mit beleuchteten Gesicht, alhamdulillah. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er uns hier versammelt hat, dass er uns zu versammeln, mit unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin. Meine liebe Geschwister, mache ich weiter, was der Bruder Abbas gemacht hat, inshallah. Der Bruder Abbas er hat die Krankheit erwähnt. Und inshallah, ich komme mit der Heilung, bzw. wir versuchen jetzt die Heilung. Was müssen wir machen? Also, die Frage ist, mein lieber Bruder und Schwester, was ist dein Ziel in dieser Dunja? Letztes Mal haben wir geredet, diese Dunja soll nicht deine Sorgen sein. Wie dieser Hadith erwähnt, wer ist die Dunja seine Sorgen? Wie es weiter ist weiteres? Aber, was ist dein Ziel, mein lieber Bruder und Schwester? Unser Ziel, wir haben ein Reihe. Ein Reihe, das heißt Ziel. Warum hat Allah subhanahu wa uns erschaffen? Allah sagte, er, warum? Damit wir ihn dienen. Sehr gut, Allahumma barak. Dass wir hier ihn dienen. Haben wir Beweise dafür? Natürlich haben wir Beweise. Wo? Koran. Was sagt Allah subhanahu wa <laughs> Gelehrt, und wir haben den Menschen und Jinn erschaffen, nur mich zu dienen. Andere Gelehrte haben gesagt, das ist Tauhid zu erreichen. Bruder, wenn wir diese Tauhid erreichen, dann unsere Gelehrte, handelt nach dieser Tauhid. Bruder, wir müssen lernen, unsere Dien Und was müssen wir machen? Es gibt vier Schritte. Erstmal, wir lernen unsere Dien. Wir lernen die richtige Tauhid. Und dann was machen wir? Dann praktizieren wir praktizieren diese Dien. Und dann was machen wir? Dann wir rufen für diese Dien. Und das ist das Problem jetzt, was wir darüber reden. Wir rufen für diese Dien. Und was müssen wir zeigen? Wir müssen Geduld dafür zeigen. فو شتيت داس القرآن ودين السنة؟ دا إن سورة العصر الله أفينت إن أين سورة كنس سورة والعصر الله شفعت باي نخميتك الله شفعت الله إن مير شتيلنا هاد باي والعصر والفجر باي Und duha, die Zeit von Dhuha, Er hat in mehreren Stellen Allah subhanahu wa ta'ala geschwört. Und Allah, wenn er schwört, sagt, haben wir gesagt, Bruder und Schwester, das heißt, diese Sachen ist gewaltig. Haben die Gelehrten Meinung, Verschiedenheit über das Wort Al-Asr, die Zeit Al-Asr? Haben die Gelehrten gesagt, Allah schwört mit dem Asr-Gebet, weil dieser Gebet ist wichtig. Andere Gelehrte haben gesagt: Nein, nein, der hat die Asr geschwört, die Asr, die Zeit von Muhammad, Asr al-Rasul. Das ist die Zeit von Muhammad, sallallahu Und haben die anderen Gelehrte gesagt: Asr, die Zeit. Das heißt, die Zeit ist ganz wichtig. Allah schwört: Alle Menschen sind im Verlust. Alle. Wir sind alles im Verlust. Und es gibt in einer Hadith, Qudusi, dass Allah wa sagt, Oh, ihr Menschen, ihr seid alles in der Irre, außer die, ich, diejenige, recht leite. Ja, die Recht leitet. Bitte mich um Recht, ich, ich leite euch Recht. Alle Menschen sind im Verlust. Jetzt kommen bestimmte Leute, die kommen von diesem Verlust raus. إلا حصر وقصر إلا أوسى إلا الذين آمنوا أوسى دييني قد يقلوا وفازين ديقلوا بقى تو بس ما يبغوا ده ديقلوا بقى الحمد لله رب العالمين فيزين إن شاء الله ديقلوا بقى وده فيزين دي مؤمنين وده أبا غايش دي إيمان بوده غايش إش قلبنا الله وإش من والحمد لله إش من المسلم والحمد لله إش قيرس محمد غايش تاس ناين تاس بريندي أنيش علينا Gute Werke tun. Iman allein, das reicht nicht, muss Taten mit. Dass ich glaube, das gibt Gebet, das ist schön und gut, aber wenn ich das nicht praktiziere, bringt mir meine Glauben nicht. Die Glauben und gute Werke tun. Und was machen die noch? Die haben geglaubt. Die arbeiten mit was geglaubt? Was machen die noch? Reicht? Nein, Bruder, weiter geht. Die rufen für diese Glauben, die rufen für diese Iman, die rufen für ihre Dienst. Und wenn du auf diesem Weg bist, bist, und wenn du auf Allahs Weg bist, und wenn du rufst, wie Allahs Weg, alle Friede, Freude und Eierkuchen, nein, dann hast du Probleme. zeigt das Geduld. Ihr müsst geduldig sein. Und das müssen wir lernen, mein lieber Bruder. Viele, die hören, dien, 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 die Sahaba, 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 die Dinge, Sahaba sind alt und groß. und äh, Zu alt sind. Nein, mein lieber Bruder und Schwester. Weißt du, wie alt war Muad ibn Jebel? 15 Jahre, Bruder. 18 Jahre war. 18 Jahre alt, wo er den Islam angenommen Weißt du, mit wie vielen Jahren ist er gestorben? Gelehrte sagen 35, Gelehrte sagen 38 Jahre ist gestorben. 15 Jahre in Islam ist ungefähr. Sa'ad ibn Muad mit 30 Jahren den Islam angenommen und mit 36 gestorben. 6 Jahre nur. Was sagt der Muhammad über Mu'adh ibn Jabal? Er sagte, nimm dir die Quran von vier Leuten, einer davon? Mu'adh ibn Jabal. أنا بركه برودر، wir rennen über einen berge bruder wallahi ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت لنا خيام ونزقت يا معاذ فيشتا الله قال بست، يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يا معاذ فيشتا الله قال فوتبست und folge jeden dess nete tat es normaler mensch wie wie der hat sünde

Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Herrscher von dieser ganzen Umma, er guckt Muad und sagt: Ja, Muad, bei Allah, ich liebe dich wie Allah. Und er gibt nur Nasiha und Ratschläge. Sa'ad ibn Muad, Bruder, mit 30 den Islam angenommen. Und mit 36 ist er gestorben. Bruder, der Trumpf von Allah hat gebiebt, wo er gestorben ist. 70.000 Männer da hat ihn geführt zu seiner Genese. an. Sechs Jahre im Islam. Wie lange haben wir Islam, Bruder? Wie lange sind wir im Islam praktiziert? Was wieder für uns, wenn wir sterben, Bruder? Mit welcher Tat stehen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala? Mus'ab ibn Umayr. Wir hören über Sahaba. Mus'ab ibn Umayr. Bruder, wo er in Jahiliya geliebt. Der beste Parfüm hat in Medina. In, in Mekka. Der beste Parfüm, was er hat. Der beste Klamotten, was er angezogen hat. Die Leute, die Sahaba, die reden über seine Klamotten und über seine Parfüm. Er hat das alles verkauft, wo er diese Dinge gelernt hat. ibn Mussadabnohmeil Bruder, was passiert mit ihm, wo er ist gestorben ist? Wir haben keine Kaffen, keine volle Köpfe für ihn gefunden. Wo die haben seinen Kopf bedeckt, seine Füße waren, waren nackig. Wo seine Füße bedeckt, sein Kopf waren, war nackig. Bruder, der hat alles aufgegeben für diese Religion. Er hat die ganze, diese Sehne, diese Schmuck von dieser Dunya verkauft. Für wem? Für Allahu Rasul. Und er war jung, Bruder. Der hat diese Dunya verkauft für Allahu Rasul, für die Akhira. Akhir. دي بلونن إس وزغت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد يا بغودة صلوا على محمد وزغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية أسنيش فون الله استويا أسنيش فون الله الجنة دي الجنة إس نيش لا دي الجنة إس نيش بليش دي الجنة استويا ألا إن سلعة الله الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة غودا فيلا دي غيد حور العين حوراء حور العين حور العين فان حور العين وزين فونش حور العين غودا ما حور العين سكان سلايشت والله بودا حور الطين في ديتش الشفيع بس ما ينسو حور العين بودا حور الطين فان دو هي ادم بس هاي غادن فيلز الله في اوش لايشت اللهم سهل لي شبابنا يا رب ايش فايس بودا ايش فايس تو هزو ايش فايس بودا والله فايس والله ايش فيلم اخي الحمد لله رب العالمين غدا ديزة جنة مسودة في هاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هات أنس أين وصية جلسنا أين وصية أزخت er بلغوا عني ولو آية عند فنو أين آية أخي بلغوا عني فكندت إبا مش عند فنو أين آيات Ist es schwer, Bruder? Balliru taklif. Anni tashrif. Walau aya takhfif. Dass du verkünde, das ist ein Befehl von Muhammad Anni, über ihn, das ist eine Stolz, -Achie, eine Issa, tashrif, dass du über Muhammad reden. Walau aya, und wenn nur eine Aya, takhfif, das ist Erleichterung, nur eine Aya. Bruder, du musst nur wahrhaftig sein. Ich erzähle dir von einer Oper, der alphabetisch ist. Er kann nicht lesen und kann nicht schreiben. Aber er hat die kummer von dieser Dien. Er hat seine Hand... Er will, was machen wir dieser Dien? Einmal dieser Oper im Gebet, nach dem Gebet, die machen Azkar. steht er da, er rutscht auf seine Knie zu dem Imam in erster Reihe und sagte zu ihm, ich habe ein Bitte an dich. Ich sagte er, bitte, was, was ist deine Wunsch?

Subhanallah al-Azim. Guckt in die Opa. Bei Allah, möge Allah dich dafür reichlich belohnen. Du bist mein bester Junge. Noch einmal. Ich will das behalten. Er sagt das normal und die Opa wiederholt sich. Die ganze Zeit wiederholt, bis er auswendig gelernt hat. Weißt du, was macht diese Opa mit diesem Hadith? Egal wo er ist, der verkündet nur diesen Hadith. Wallahi, mit einem Hadith. Er geht einkaufen, kommt zu bezahlen und sagt zu den Kassierern: Rasulullah sagte, zwei leichte Wörter. Die sind gut, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waage. Allah liebt diese Wörter. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al Sag das. Kriegst du die Belohnung. Die Imam, er hat nun ein Wort gesagt, ein Hadith gesagt. Er weiß es gar nicht. Wie viel Belohnung dafür bekommt. Egal wo er rumläuft, egal wo er ist, nur mit dieser Hadith. Dieser Opa, er ist schwer krank geworden. Er kommt ins Krankenhaus. Er liegt in Koma. Er wacht auf. Der Arzt vor ihm. Er beruhigt ihn. Er sagt: Alles gut, alles gut. Er sagt, Ich brauche keine Angst zu haben. Ich kriege keine Angst. Ich wollte dir nur was sagen. Zwei Wörter sind leicht auf der Zunge, sind schwer in der Wa auf der Waage, sind beliebt wie Allah. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, al -adhim. Der Ass war total schockiert. Er liegt am Sterben und er macht Dauer. Und dann ist er gestorben. Was von Ende, Bruder? Der hat seine Kummer, dass er Dauer zu machen Er liebte Er liebte Dauer, ist auf Dauer gestorben. Wallahi, und das ist die Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer liebt eine Sache, er stirbt auf dieser Sache. Liebst du Koran? Du stirbst wie in auf Quran. Liebst du Gebet? Du stirbst auf Gebet. Bruder, was lieben wir in dieser Dunja? Bruder, wenn wir nehmen deine Handy, mein Bruder und Schwester, deine Handy führt dich zum Paradies oder führt dich zur Hölle. Was ist in deinem Handy? Was Allah liebt? Oder was die Shaitan liebt. Welche Sachen in deinem Handy? Welche Sachen? Auf welche Weg gehst du, Bruder? Auf welche Liebe liebst du? Auf Allahs Weg? Liebst du die Dawa, Deine Ham, deine Komma, deine Sorgen? Tawhid? Bruder, weißt du, was Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam diese Sahaba beigebracht hat? Hat die die richtige Tawhid beigebracht? Mein lieber Bruder und Schwester. عبد الله بن عباس كم عمره؟ 10 سين ياغ سين محمد سوين دي ده حديث حديث عبد الله بن عباس اتسيلت إيش أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوت مش يا غلام تو غلام 10 ياغ ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا غلام إني معلمك كلمات إيش يا باي

احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن لو الأمة اجتمعت إنسها وجنها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف الله أكبر ما اللي ببغوده زنجي جميس. محمد صلى الله عليه وسلم بغنكت ابن العباس ميس ابن العباس حبر الأمة يا رسول صلى الله عليه وسلم هات على زين هندي زين بغوست أو زين بغوست كمان زغت اللهم علمه التأويل يا الله بغنكي باي التفسير في القرآن دي في القرآن وعليكم السلام ورحمة الله بزغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزغت، إشبرينك لي بعض الوات، بزغ الله زو الله بزغ الله أكبر، سنتر ستر 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 والله، بزغ الله زو الله بزغ dich، الله تفند الله إما بالديا، تفند الله إما في دين إذا سألت فاسأل الله، إن تفرجت فرج الله، Frag keinen Menschen. Frag keine, keine andere außer Allah. Wenn du Hilfe brauchst, nimm deine Hilfe von Allah. Und wisst, wenn die ganze umma sich sammelt, dass wir dich was zu zufügen, die können dir nichts machen. Außer wenn Allah das erlaubt. Tauhid pur. Tauhid, Bruder. Und wisst, wenn die ganze Oma von Menschen und Jinn sich sammelt, dich eine Schade zuzufügen, können die das nicht. Außer mit Allahs Erlaubnis. Und alles ist geschrieben, Bruder. Alles ist geschrieben. Und die Tinte sind trocken. Stift es hoch, Tinte sind trocken. Alles ist geschrieben. Dieser Hadith, Bruder, das beruhigt dich. Das macht die, das gibt dir Esse. das gibt dir Sicherheit. Da hast du keine Angst mehr außer von Allah Subhanahu Wa Taala. Dann bist du kein sicher, Bruder. Dann bist du eine Löwe. Achie. Wallahi. wann, wenn du diese Hadith praktizierst, mein lieber Bruder und Schwester. Und das bringt dir Abdullah Abbas ein Golem. Was bringen wir unsere Kinder bei? Bruder, für die Ältere, Wallahi ist ein bisschen bitterlich, aber es ist die Wahrheit. Wann wollen wir von unserem Ego weggehen? Wann wollen wir um unsere Kinder kümmern? Wann wollen wir an unsere Kinder schauen und gucken, was sie machen? Unsere Jugend sterben auf Drogen. Unsere Jugend sterben ohne Gebet. Unsere Jugend sterben ohne La ilaha illallah. Wallahi Achhi. Unsere Jugend sterben im Bahnhof mit Drogen, Überdosierung. Unsere Jugend, die gucken die Frau hinterher. Unsere Jugend, die lernen ihren Dienst nicht. Bruder, unsere Jugend, die leben ohne Tawheed und ohne Gebet. Und weißt du, wann einer stirbt, ohne Gebet ist? Weißt du, was heißt Gebet, mein lieber Bruder und Schwester? Und du guckst nur nach deinem Ego und du denkst nur an dich und du denkst nur an diese Dünne und sammelst du null Geld, 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 Geld? Und du guckst nicht nach deine Junge, und deine Junge redet mit fremden Leuten und redet nicht mit dir? Und wir haben ein großes Problem, mein lieber Bruder und Schwester. Wallahi, ich habe gesagt, wir reden über die Lösung und das ist die Lösung. Wallahi, das ist die Lösung. Dass wir diese Sachen zu erwähnen. Wir haben ein Problem zwischen älterer Generation und zwischen jüngerer Generation. Ältere Generationen, die haben nicht richtig gelernt, die haben die Dinge nicht richtig gelernt. Und junge Generation, die haben Wissen ohne Ende. Aber junge Generation, die haben kein Achler, gar nichts. Und die können nicht diese Dauer und diese Diener bei den Eltern beizubringen. Und die Eltern, die haben die Achlert bei den Kindern nicht gegeben. Wallahi! Bruder, wir müssen aufwachen, Bruder. Und wir müssen mit unseren Kindern reden. Und wir müssen runterkommen und nicht dieser Gedanke, ich weiß alles und er hat keine Ahnung. Dieses Wissen ist ein Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Mulk von Allah. Allah, was sagt der Koran? O oh malik al-mulk. Tu'ti al-mulk, man wa tanzi'u al O Allah, du bist der Besitzer von alles. Alle besitzen deine Hand. Du gibst, wem du willst, und du nimmst, von wem du willst. Du könntest lernen von deinem Kind. Ja, natürlich kannst du lernen von deinem Kind. Wallahi, Bruder. Allah sagt im Koran, in mehr Stellen, Bruder. Allah sagt im Koran, Der Wut der Vater von Suleiman, kam zwei Leute, wie wegen einer Messalla, die haben mit ihm geredet, der hat gar nicht verstanden. Sein Kind Suleiman hat das alles verstanden und alles erklärt. Bruder. Ich sage dir eine Sache. Ein Junge, fünf Jahre alt, er guckt seinen Vater und sagt, Papa, warum hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Wassermelone erschaffen, dass die nicht so hoch geht, der Baum von Wassermelone nicht so hoch geht von der Erde und ein Dattelbaum, die ist so hoch. Warum? Er guckt ihn, den Vater, an, guckt hin und guckt rechts, guckt links, sagt, das weiß ich nicht. Guckt der Junge, der Fünfjährige, sagt: Papa, ich weiß das. Sagt er, warum? Sagt er, Papa, stell dich vor, ein Wassermelone fällt auf deinen Kopf. <laughs> Allahu Akbar. Vor Tochter Rahma von Allah, <laughs> der Barmherzigkeit von Allah, dass nur ein Dattel auf deinen Kopf kommt. Der Bruch, die Junge betrachtet Bruder und macht Gedanken und der Vater hat gar nicht kapiert. Und Bruder, davon, du kannst viel lernen von der Jugend. Wallahi, achi. Du kannst viel lernen. Man muss nun miteinander reden, Bruder. Kommst du unter und rede, Bruder, mit deinem Kind und opfer deine Zeit wie dein Kind? Das ist die Dauer, Bruder. Das ist die Dauer. Nicht, dass du kommst nach Hause, Füße hoch und chillen und alles gut und Fernsehen für dein Kind oder dein Kind liebt bei Oma und Opa und du hast mit deinen Kindern nichts zu tun. Nein, Bruder, redet mit deinen Kind. Spiel mit deinem Kind. Komm runter mit der, für dein Kind. Rasulullah kam eine zu ihm und sagte, ja Rasulallah, küsst du dein, dein Enkelkind, küsst du ihn? sagte, ja, warum nicht? Er sagte, bei Allah, ich habe zehn Kinder, ich habe kein einziges geküsst. sagte, was kann ich dafür, wenn dein Herz ist kaputt ist? Bruder, und das ist Dawa, das ist die dauer dass du sitzt mit deiner Familie, du sitzt mit deinen Kindern, Und du erzählst ihn über Mo Muhammad Salem und über Tauhidallahlah brings du diese Deen bei Und so bekommen wir dir erfolgreich und so kommen wir nach vorne. Und wenn wir nicht unsere Kinder erziehen auf Tauhid, wer soll er das erziehen? Meine liebe Schwester du hast die stärkste und die schwerste Beruf auf dieser Erde. Dass du ein Kind erziehst, das ist die Beste, was du machst in deinem Leben. Wallahi. Wallahi, mein lieber Bruder und Schwester. Eine Frau, die erzieht Kind, die erzieht Generationen. Eine Frau, die Gottesfürchtige ist und die erzieht Kinder auf Allahs Furcht und kommt Kinder, die fürchten Allah. Alles, was die tun, diese Kinder. Und wenn die groß sind, alles auf ihre Waage. Sadaqa Jariya. Bruder, und das ist ganz gewaltig, aber Achi, eine Frau, die in Disco tanzt, wie soll sie jetzt ein Kind, der in die Moschee kommt, raus? Wie soll ein Kind raus, der auf Tauhid ist? Wir hören heutzutage, Mutter und Vater, die kommen weinen, mein Junge will mich schlagen. A'udhu billah. Wo ist die Elter Ehren? Warum unsere Kinder fürchten Allah nicht mehr? Warum ist es so schlimm geworden? Warum? Weil wir haben die nicht beigebracht, dass die Allah zu fürchten, ihre Jugend, wo die alt geworden Die fürchten Allah nicht von uns. Bruder, das ist die gewaltigste Sache, die schlimmste Sache. Muss man vorstellen. Du erziehst ein Kind und du bezahlst und du denkst, die richtige Erziehung, dass ich für ihn Essen zu bringen und ihm die beste Klamotten zu geben. Das ist nicht die Erziehung, Bruder. Das ist deine Pflicht, das ist sein Risak. Die Erziehung, dass ich ihm die Tauhid beizubringen. Dass ich ihm beizubringen, was ist La ilaha illallah? Dass ich beizubringen, was ist dieser Din, Dass ich bei ihm die Ise zu pflanzen? Dass sie zu sagen, dass du eine Löwe bist und dass du kein Schaf bist?

kommt Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber, wenn ich sitze, ich, 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 weißt du, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Du futterst dieses Kind und du bezahlst für dieses Kind und du machst dich kaputt für dieses Kind wegen Dunya. Wächst, wächst dieses Kind, wenn es groß ist, er macht dich kaputt. Weil du liebst dieses Kind wie die Dunya, Allah bestraft dich mit diesem Kind in dieser Dunya, bevor die Akhira kommt. Wallahi, das ist die wahre Wörter, liebe Bruder und Schwester.

Allah sagte, verkünde ja Muhammad, sag ja Muhammad, inna Salati, das erste, meine Gebet, weißt du was, Salat kommt von Sila, weißt du Sila, verbinden. Meine Verbindung zwischen mir und Allah, Bruder, einer der nicht betet, der hat seine Verbindung abgebrochen. Ach, ich muss mir vorstellen, ein Kind, der zwei Jahre alt nimmst du ihn mit? Und schmeißt du ihn mitten in die Wüste und lässt du ihn fallen, allein und gehst du weg. Wie soll er leben, Bruder? Der ist verloren nach ihm. Weil Allah ist das beste Beispiel. Wenn Allah dich alleine lässt, wenn du keine Verbindung mit Allah hast, wie wirst du leben nach ihm? Du hast deinen größten Feind, ist deine eigene Seele. Hast du Shayatin, Insul, Jinn hinter dir, wie wirst du glücklich leben? Und dann kommst du, Bruder, ich habe Mess, ich habe ich habe dies, ich habe das. Kein Wunder, Bruder. Kein Wunder.

Bruder, alles dien, dien, dien. natürlich alles dient. Meine Atmen ist dien. Und diese Ehe sagt: Mein Leben, mein ganzes Leben ist dien. Das ist der Islam, Bruder. Und sogar mein Tod. Und für wen? Für meine Frau? Für meine Kinder? Für meine Freund? Nein. Für Allah, Herr der Welten. Wer ist mit sharikalah, Keine mit Ihnen. Keinen Ibnin. Bruder bei Allah, eine Frage. Du bist frisch verheiratet, mascha Und kommt deine Frau zu dir nach einer Woche Hochzeit. Frisch verliebt. Allahumma Sitzt ihr zusammen auf dem Sofa? Du, Abdurrahman, guckst du sie an. Ja, ich habe lieb für dich. 99%. Nur für dich Liebe. Allahumma Akbar, Abdurrahman fliegt. Von Freund, 99% meine Frau liebt mich. Nach 10 Minuten, ja warte. Und für wem die 1%. Ah, das ist für unseren Nachbar. Für unseren Nachbar Abdelraouf. Akzeptierst du das? Bruder, überleg dir. Akzeptierst du das oder nicht? Oder wirst du beleidigt, oder? Wirst du richtig sauer? 1%, Bruder. Bei Allah der beste Beispiel. Allah will kein Beige gesehen haben.

Und ich bin die erste Muslim, Ich bin die erste, die ich ergeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so müssen wir auch sagen, wir sind die erste, dass wir uns zu Allah uns ergeben. Bruder, dieser Dien ist Aziz. Ach, wenn einer nicht betet, ist es ist nicht, Bruder, das Gebet ist nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, Gebet für uns. Allah hat dieses Gebet für uns gemacht. Bruder, kann er nicht Allah sagen, kommt ihr einmal im Tag, aber du da morgens und macht dir ein Gebet aus Reich? Kann oder nicht? Warum diese fünf Gebete? Und darum sind sie verteilt. Und warum einer morgens um 3 Uhr Nacht und einer um 11 Uhr Abend? Warum in diesen Zeiten? Warum so schwer? Bruder, du sagst, ich bin Muslim, ich bin Gläubiger. Ich liebe Allah. Allah zeigt dir, ob du ihn liebst oder nicht. Was sagt Allah? Die schwerste Gebet für einen Heuchler. Wer ist der Heuchler? Der zeigt Iman und versteckt Koffer und Abendgebet. Du stehst um 2 Uhr nacht oder um halb drei und wächst du dich und, und stehst du von deinem Bett und gehst du zu Allah. Was ist das für ein Zeichen? Liebe, Bruder, für wen ist Gebet? Für mich und für dich? Ach, weil du schwach bist. Du, du bist gerade im Fächergebiet, du bist richtig in Demut und richtig im Broschur und du bist im Sujood, du sagst, ja Allah, vergib meine Sünde. Ja Allah, hilf mir, ja Allah, ich bin verloren ohne dich. Und alle deine Sünde werden vergeben. Stehst du auf, gehst du raus. Die erste Fitna, du lügst, du betrügst, da, da, da. Komm doch, komm zu Dor-Gebiet, mach Sujood und sag, ja Allah, vergib meine Sünde und Allah, vergib deine Sünde. Du bist schwach, du bist ein Mensch, du machst immer Fehler. Komm wieder zurück, Asr-Gebet. Ich, ich mach dich sauber. Wieder Maghrib-Gebet, wieder Aisha-Gebet. Du bist nun in Sünden und Allah bereinigt dich mit diesem Gebet, weil du machst schnell Reue. Aber wie ist mit einer? Er macht nur Sünden und er macht keine Reue. Und er hat keine Verbindung zwischen ihm und Allah. Weißt du, was sagt Allah zu ihm? Bei Allah, mein lieber Bruder, du musst Jakeen haben, Gewissheit haben. Wallahi, Bruder. Mit dieser Liebe, mit dieser Yakin musst du leben. Wallahi. Und es gibt ein Sprichwort auf Deutsch auch. Nicht alles Gold, was glänzt. Ich schwöre vor Allah, Subhanahu wa ta'ala, oksimu Billah al Ein Mensch, der nicht betet, egal wie er heißt, oksimu Billah al-Azim, er lebt im Horror. Ich schwöre euch, egal wie er sich schmückt von außen, innerlich er lebt im Horror. فزغت الله سبحانه وتعالى، إيش غيدنيش فلجلوس فل فل ماينفيرت آيات، قال الله قال رسول الله، فزغت الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، تيهابن الله في جيسن، الله دي في جيسن، أعوذ بالله، فزغت الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الله أكبر. Wer läuft mit meinen Weg, wer will er nicht meinen Weg nehmen? Er hat eine schädliche Liebe. Weißt du, was heißt auf arabisch Donke? Haben die Gelehrten gesagt, da diq. An nun nakd Allahu Akbar. In dieser Wort Ing da diq. in embrust wal ya dou billah. nun nak nun das heißt Kummer. Al ka kurb. Falun Das ist in Dunya. فاصبصيت 200 يوم القيامه ونحشره يوم القيامه اعمى und في machen يوم القيامه jungstak blind الله أكبر قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اذا دي زي يلا قوم هسه مش blind gemacht und ich war am gucken ich habe وكذلك كذلك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Und so meine Zeichen zu dir gekommen Dunya, du wolltest nicht wahrhaben, du wolltest dir nicht angucken. Und so Allah subhanahu wa ta'ala machte dich blind. Allah vergisst dich. Willst du diese Liebe, lieben Bruder? Bruder, der Mensch ist von Körper und, und Seele. Der Körper ernährt sich von dieser Erde, weil er ist von Erde. Von Erde kommt zurück zum, zum Erde.

Aber innerlich, die Seele schreit nach ihrem Herrn. Die schreit nach Allah subhanahu wa ta'ala. Die schreit nach Tawhid. Und das ist unsere Problem, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir müssen lernen, unsere Dien. Wir müssen die Tawhid lernen. Und dann praktizieren wir diese Dien. Ohne zu praktizieren können wir nichts erreichen. Und dann rufen wir für diese Dien. Wir bringen unsere Kinder bei und unsere Familie und die nächsten Leute. Bruder! الله غفت ديش القرآن يا أيها الذين آمنوا إيديك إيدي غلوبت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أيش وأهليكم und eure نارا هلم وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين إغفلم منشن أونشتاينه Wie viel Ermahnung willst du noch hören, Bruder? Wie viel Ermahnung, Bruder, dass du denkst, ich muss auf Allahs Weg was tun? Allah ruft dich und mich, schützt dich und deine Familie, Bruder. Und deine Kinder und deine Mutter. Bruder, weißt du was? Du bist verheiratet. Kommst du Yaumar Qiyamah, liest dein Buch. Du liest dein Buch, alle, alle, was du getan hast. Du liest alles, was in deinem Buch und wird mit dir abgerechnet. Bist du fertig? Nein, noch nicht fertig. Du hast drei Kinder. Jedes Kind wirst du dafür verantwortlich. Weißt du, was sagte dein Kind? Er kennt dich nicht mehr am Tag des Tag alle diesem Tag fliehen von dir. Weißt du, was sagte dein Kind? Er nimmt von deiner Hassanet und sagt, ja, Allah, wir haben mich verloren. Das du verlieren wir in den Du hast ein Kind, aber nicht für dich, gegen dich Aber wenn du ihnen diese Dienst beibringst und dass du richtig ein Vorbild zu sein, und das ist das zweite Problem, wir reden mit unseren Kindern, wir erwarten von unseren Kindern was großartig, aber wir machen nichts. Du siehst einen Vater, nimmt er seinen Sohn, wenn einmal sehe ich dich, dass du rauchst, ich mache dich kaputt. Und dann zieht sie die Zigarette und haut eine rein. Wallahi, Wallahi, das ist unser Problem. Wallahi. Und wenn wir unser ganzes Leben reden, ohne Taten, unsere Kinder nehmen nichts von uns. Wallahi. Und wenn wir tausend Jahre leben und nicht praktizieren, die Kuffar nehmen nichts von uns. Wallahi. Wenn wir nicht wahrhaftig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und ehrlich und unsere Dien praktizieren und wir anfangen mit uns selber zu arbeiten und gegen unsere Gelust und gegen unsere Schauer zu arbeiten, wallahi, gibt es keinen Erfolg. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Es gibt Sachen, die verändern sich nicht. Bis zum al Allah hat die so erschaffen. In Tansurullah Wenn wir Allahs Weg besiegen, سيّ geben الله يعطي أنفسه. عندما نبيع عزّنا، الله ينذركنا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. وإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نحن جماعة. الله أعطانا العزة مع هذه الدين مع الإسلام. عندما نطلب العزة من الآخرين، الله ينذركنا. وهذا ما حدث معنا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Die Umam, die ganze Umam auf euch wie eine, wie eine Gemeinschaft der Leute auf eine große Schüssel mit Essen und jede Essen von einer Ecke. Jedes Land ist von einer Ecke und die Muslimen werden gefressen überall. توشك <applause> ان تتداعى عليك الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها دراوي الحديث ازخت تسوين يا رسول الله او من قله يومئذ يا رسول الله زند فيت سوفينيش يا رسول الله زند مسلمين سوفينيش زخت ناين ازايت زافين غثاء غثاء <غثاك> السيل بس <applause> ولكن قذف الله في قلوبكم الوهن Allah schmeißt die Wehen, sagt die ihn, was ist Wehen, ja, Rasulallah? Er sagt, Ihr liebt die Dunya, ihr hängt an Dunya, ihr wollt gar nicht über Tod reden, ihr wollt gar nicht über Tod denken, ihr wollt gar nicht, ihr wollt nur in dieser Dunia bleiben. Wallahi, Bruder, Wallahi, das ist unsere Lage. Weißt du, was machen wir in dieser Dunia Was weißt du, was dunia, Bruder, wie ein Fleck Honig, eine große Fleck Honig, das ist die Dunya. Kommt ein Mücke und du, die nimmt von, von dieser Fleck nur von vornherein ein bisschen. Die ist satt, fliegt sie weg. Super zufrieden. Zweite Mal die gleich, dritte Mal, aber diese Fliege wollte immer mehr haben. Was macht sie? Geht sie mit in Fleck drin und sie frisst, 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 sie will weg, geht gar nicht mehr. Ist vorbei, du klebst da. Und so kleben wir in Dunya. Allah, Wallahi, Bruder. والله ديزا دنيا اس نيكس فيت نيكس فيت اونزر بروبليم في موسم فاس في مورغن وندي شاينا ديش متلات ان شاء الله تعالى وزغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزغت الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون و إيجلوبت فيشتت إيا الله und die guckt jede Seele, was hat sie für morgen vorbereitet. Und nochmal, und fürchtet ihr إيه Allah, weil ich Allah weiß alle, was ihr macht. Guck mal jetzt, Bruder, Allah gibt dir die Nasiha. Hör den Koran mit deinem Herz. Schwester, hör den Koran mit deinem Herz. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أن زائتين شديدين الله فجسن الله هذي فجسن تزندى باق أولئك هم الفاسقون كوك مال بودة كوك مال فيتا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون die, die, die Bewohner von Hölle und die Bewohner von Hölle und die Bewohner von dem Paradies sind nicht gleich. Die Bewohner von Paradies, Paradies das sind die Gewinner, das sind die Versuchen, das sind die, erfolgreich. Guck mal, Bruder. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة. wie gewaltig ist dieser quran ach wie gewaltig ist die wörter von allah subhanahu wa taala und wenn wir dieser quran auf eine berg herabgesandt hat hätten du wies dieser berg in dimut gespaltet sehen in dimut gespaltet quran auf einem berg kommt dieser berg steiner wird in dimut gespaltet allah beschreibt einen berg wird gespaltet von dimut so gewaltig ist der quran ist

Und solche Ayat, Bruder, die muss uns kaputt machen. Solche Ayat, die muss uns richtig zum Nachdenken führen. Bei Allah meine, meine letzte Naseeha und mein Ruf für diejenige, der nicht bittet. Bei Allah, geh zurück und bitte für Allah. Subhanahu wa Bruder, 30, 40 Jahre, dein dich nicht an Allah auf dem Boden gemacht? Bruder, du bist verloren. Wallahi Allah, was auf dieser Erde verflucht dich. Wallahi, Salah. Bruder, wenn einer stirbt ohne Gebet, der hat kein schlechtes Ende. Achie. Schwester, denk dran, dass du eine, was Gewaltiges auf dieser Dunja Wenn du was machst, wenn du richtig an Allahs Weg arbeitest, wenn du in diese Dien was machst, lass deine Kümmer, wie du Allah begegnest. Was ist deine letzte Tat? Awam a'mal, al Khawatim. Weil ich die Tat mit dem Ende. Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Amal ibn Khawatim, wie ist dein Ende? Das ist deine Tat ist. Deine letzte Tat. Wenn einer stirbt auf Gebiet, wacht auf Yawm al-Qiyamah auf Gebiet. Wenn einer stirbt Quran lesen, steht der Yawm al-Qiyamah und steht vor Allah, Quran lesen. Wenn einer stirbt in Shisha-Bar, dann wacht auf, auf Shisha-Bar und mit Sünden. Wenn einer ist, Alkohol trinken oder Alkoholiker und stirbt, er wacht auf und er ist besoffen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was würde Allah sagen? Was würde Allah sagen? Allah würde ihn rufen und sagen: Meine Diener habe ich dich erschaffen, dass du mich zu dienen Und das ist, was du gemacht hast. Das ist deine Diener. Deswegen, Bruder, denk darüber nach, weil Allah richtige wahre Reue machen. Und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und mach für diese Dien und lass deine Kummer, egal was, belliru anni walau Und wenn eine, ein ei äh, ein Hadith, du lernst, bringst du dein Kind bei, bringst du deine Familie bei und die Absicht für dich, ja Allah. Bruder, viele nehmen ihre Kinder und die gehen zu Sheikh, Sheikh bring ihm mein Kind, Koran bei, bring ihn der Fatiha bei. Bruder, weißt du, wenn du die Fatiha bei, dein Kind beibringst Weißt du, was du vom Belohnen hast? Dein Kind rezitiert das ganze Leben, das Gebet 17 Mal am Tag, die mindestens alles auf deine Waage. Und stell dich vor, dein Kind bringt seine Kinder bei. Und stell dich vor, dein Kind wird ein Derya und wird für diese für diese Ayat rufen. Und du liegst im Grab und der Hassanat kommt auf deine Kosten. Mit einer Sache. Nur die Absicht, dass du dir Koran eine Fatiha bei deinen Kindern beibringen. Wie es wird, wenn du die ganze Dien beibringen. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns schützen. Möge Allah uns das Beste geben und uns recht leiten und uns das beste Ende geben. الاس فاسخش فون الله سبحانه وتعالى، الاس فاسخش فون مي الشيطان، اقول ما تستمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، جزاكم الله خيرا ودانك في اوي غاكدولت ما يا ذاكر الاصحاب كن متادبا